Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von Stranded Alien Dawn. Und wir sind immer noch im Tutorial. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil. Lasst ein Like da, lasst ein Abo auf YouTube da, wenn es euch gefällt. Macht doch einen Kommentar. Wie findet ihr das neue Projekt so? Und ja, let's go. Gut. Ah, okay. Ach, das ist jetzt das Menü, was ich die ganze Zeit vermisst habe, was direkt wie in RimWorld ist. With the cook activity for the survivors with the lowest cooking skill. Okay. Guck. So, der hat 3. Und Raka hat nur 2. Also dem verbieten wir das jetzt. Hier können wir jetzt. Ah, sehr gut. Set the harvest and plant activities to 1. For the survivor with the highest farming skill. Okay. Harvest. Plant one. Wir sollen Skinbark 20 harvesten. Da gibt es da hinten, okay, verstehe. Na, dann harvesten wir da mal. Wer von uns harvesten? Maki, ne? Und Maki kocht aber gerade. Ja, dann müssen wir warten, bis sie harvestet. Aber wir können ihr sagen, oder wir können dem anderen sagen, der auch Kochen ganz gut hat, dem hier, Connor, dass der mit 2 kocht. Dann kocht er und sie kann harvesten. Ich hoffe, sie ist. Ja, sie ist eine sie, Maki. Okay, hier gibt es auch. Das sehe ich jetzt erst, so geile, schöne Profilbilder. Nicht gut. Okay, wir müssen jetzt warten, dass die Pilze ja auch ready sind. Ach, nee, warte mal, die waren ja nur dafür da, um zu heilen, ne? Aus denen macht man ja diese Heilpaste. Ja, sehr gut. So, 10 von diesen Skinbugs haben wir schon. Ich schwimme ein bisschen vor. Also ich gehe mal auf zweifache Geschwindigkeit. Ich glaube, das ist okay jetzt. Jetzt kocht sie wieder. Was ist eigentlich mit ihr? Wir machen mal bei ihr kochen, deaktivieren wir mal. Ich möchte nur, dass einer kocht, bitte. Und sie darf harvesten. Den ganzen Tag. Macht sie jetzt aber nicht. Warum nicht? Warum harvestet Maki nicht? Jetzt mal das Delivern auch auf 1. Ich glaube, das macht Sinn. Dass wir immer schön Ordnung haben und alles wird ins Lager geräumt und wenn was Neues irgendwo rumliegt, dann geht es gleich weiter. Also von der Grafik her gefällt es mir schon sehr. Das ist schon was ganz anderes, ne? Ich habe halt die Befürchtung, dass durch diese bessere Grafik, die Spieltiefe leidet. Also, dass es nicht so tief ist wie RimWorld. Bis jetzt noch nicht bestätigt, dieser Zweifel, aber der ist da. Ja, Connor guckt auch die ganze Nacht, ne? Wann schläfst du denn mal? Gar nicht. So wie es aussieht. Es wird auch schön gefrühstückt. Mitten in der Nacht. Wie spät ist es gerade? 3 Uhr nachts, okay. Okay, und Connor schläft jetzt und die anderen beiden nicht mehr. Er geht einfach um 3 Uhr nachts. Der hat der richtige, oder um 4 Uhr nachts geht er einfach ins Bett. Der hat die richtige Star-Allüren hier. Okay, jetzt ist er schon wieder wach. Hat ihm gereicht, der kurze Mittagsschlaf, wollte ich schon sagen. Hat ihm jetzt gereicht, die kurze Nacht? Top. Ach so, warte mal. Ich weiß, warum sie nicht mehr harvestet. Ja, wir können mal die hier markieren. Weil ich die nicht markiert habe zum Harvesten. Oh, lol. Nur eine Pflanze markiert und aus der kamen nur 10 von diesen Materialien. Ah, okay. Wir können daraus Veggie-Leather machen. Also veganes Leder. machen wir mal. Wir sollen davon 20 machen.
Ja, dann mach mal 20. Wie weit sind die jetzt? Bei 30%, okay. Das ist alles ziemlich selbsterklärend. Ich stelle mich nur doof an. Wie sollen jetzt ein Punching Pole errichten? Also ein Boxsack. Damit die sich mit dem Boxsack boxen können. Damit die ein bisschen ihre Langeweile loswerden. Damit die ihren Frust loswerden. Geil. Und dazu brauchten wir jetzt dieses Leder. Der müsste jetzt theoretisch eigentlich auch... Nee, er ist nicht lila. Schade. Wie sollen das, das Menü aufmachen? Okay. Ah, okay, wir sollen jetzt im Prinzip den 2 Stunden am Tag Relaxing Time einrichten. Machen wir das mal so. Okay, schon das nächste Tutorial schon wieder am Start. Dann machen wir das doch. Was sind das denn für Skorpione? Die sind ja krass. Oh, okay, wir haben jetzt eine kleine Mauer, einen Zaun, eine Barrikade um unsere Kolonie gebaut. Ah, Stonefence, okay. Damit sollen wir jetzt die Lücken schließen. Wurde das einfach so? Nee. Jetzt irgendwas falsch gemacht? Ah. Okay, nochmal klicken. Verstehe. Und jetzt haben wir noch ein Gate. Auf die Stonefence platzieren. Machen wir das doch. Was ist das? Achso, Shooting Target. Okay, verstehe. Da üben die im Prinzip dran. Ich hoffe, dass die daran üben und nicht nur ihre Freizeit damit verbringen. Ah, jetzt können wir noch Fallen aufstellen. Place the least 6 traps near the fence gate. Okay. Greifen die denn auch die Gates an? Oder? Anscheinend ja schon. Also die greifen tatsächlich die Gates an. Und nicht die Mauern. Hoffe ich. Okay, jetzt müssen wir nur die ganzen Konstruktionen abschließen. Leck the wooden und check. Okay. Jetzt sollen wir einen hölzernen Turm errichten. Ah. Geil. Wir können einfach so einen Turm in die Mauer reinsetzen. Verstehe. Und dann kann ich einen da oben platzieren. Ein oder zwei? Denk mal nur einen. Da hat, glaube ich, nur einer Platz oben. What the fuck? Es gibt Flammenwerfer? Das ist ja krass. Sollen wir einen Flammenwerferturm bauen? Oh mein Gott. So, sei sicher, dass du Achso, ich darf nichts, ich darf keinen, verstehe.
Ich darf mit dem Turm nichts aus Holz treffen. Oder nichts treffen, was ich gebaut habe. Aber Pfeilen darf ich damit schon treffen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich soll sicherstellen, dass ich die covere, die Traps. Tja, mache ich jetzt eigentlich nicht. Darum müsste ich theoretisch hier noch welche hinbauen. Oh, close the big wooden gate. Ja, das machen wir mal. Close. Bitte. Wo kommen die jetzt? Da sind die. Ja. Jetzt muss ich alle Survivors markieren. Und was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wer hat hier was? Du hast eine Armbrust. Du hast eine Laserpistole. Du kommst jetzt erstmal auf den Turm. Du hast auch eine Laserpistole. Das heißt, du gehst in den Turm. In den Flame Thrower. Thrower. Du gehst in den Flammenwerfer rein und du platzierst dich da. Okay, verstehe. Aber die greifen mich ja nicht an. Jetzt zumindest nicht. Macht der Flammenwerfer das automatisch? Verstehe ich nicht ganz. Okay, jetzt attacken die mich. Ich hoffe, der funktioniert jetzt automatisch. Okay, der schießt schon, zumindest schon mal drauf, das ist gut. Ich glaube, ich brauche gar nicht den Flammenwerfer. Ich brauche auch nicht die Fallen. Also ich würde es gerne mal sehen, wie es aussieht. Aber warte mal, ich ziehe die mal zurück und guck mal, wie das mit den Fallen aussieht. Okay. jetzt kommen hier noch drei. Oh, die sind ein bisschen größer. Und ich glaube, die greifen auch gleich an. Jetzt haben wir die wieder aufgemacht, die Falle. Jetzt müssen wir das Gate closen. Jetzt müssen wir das da öffnen. Okay, verstehe. Open. Ah, hier sind ja schon zwei solche Flammenwerfer. Was? So, jetzt müssten die eigentlich gleich kommen. Jetzt müssen wir nur warten, bis die zu uns kommen. Aber die sehen schon echt hässlich aus. Okay, sie greifen an. Sie greifen an. Die sind verdammt langsam, sehe ich gerade. Das ist schon mal gut. Seid ihr eklig. Aber greift bitte jetzt hier nicht die Mauer an. Ihr müsst hier vorne ins Gate rein, ne? Dass ihr es wisst. Ja, okay, die lenken ein. Oh mein Gott. Ja, die... Die kommen gar nicht erst hier rein. Die kommen erst gar nicht zu den Flammenwerfern. Das ist ja doof. Okay, nächstes Tutorial. Ah, jetzt geht's um richtige Häuser. Richtige Häuser und Räume und so. Müssen wir noch ein hölzernes Fenster? Können wir erst, wenn die Wände da sind, ne? Oder kann ich jetzt schon... Nee. Achso, doch, hier. Lol. Das erinnert mich jetzt hart an Sims. Also, gerade wie die Häuser jetzt gebaut werden und so, und wie die aussehen, das sieht hart aus wie Sims.
Das ist natürlich auch gleich, hier wird auch gleich eine Technik präsentiert, wie man Gegner in die Base lockt. Gleich mit so einer Außenmauer hier, hier müsst ihr durch und hier sind 1000 Fallen drin und so, das ist geil. Also das Gameplay und die Grafik und wie das ganze Spiel aufgebaut ist, ermöglicht einen natürlich sehr, sehr viele Techniken, sehr viel mehr Techniken als SwimWorld. Gegner abzufangen, Gegner reinzulocken und so, das ist schon geil. Aber einer hat hier schon... Guck mal, einer hat hier schon ein geiles Bett und die anderen beiden, die müssen noch im Dreck schlafen. Geil. das Metallbett können wir da schon reinmoven. Und wir können es kopieren. Das machen wir gleich mal. Dann hat jeder ein Bett. Und die Schlafdinger, die können wir dekonstruieren. Schön. Ah, okay, es ist extrem kalt. Verstehe. Wir können jetzt... wir müssen das Inventory öffnen. Ah, okay. Wir können die Fenster schließen. Um es wärmer zu machen. Oder um die Wärme drin zu behalten. Und wir können aber jetzt auch einen Ofen bauen. Top. Na, können die da drin schön mit Holz heizen mit dem Ofen? Und theoretisch müsste ja dann, genau, ein kleiner Schornstein entstehen. Top. Ey, das ist wirklich nice. Also an vieles gedacht in dem Game. Wirklich an vieles gedacht. Ja, dem ist sehr kalt. Okay, jetzt geht's um Licht. Dass wir da... Okay, wir können Wandfackeln erstellen aus Holz. In einem Holzhaus ist ein bisschen risky. Aber wir machen's mal. Okay, wenn es fertig ist, sollen wir verbieten, dass es wieder befüllt wird. Okay, verstehe nicht. Verstehe ich nicht ganz, aber ja. Ach so, Quick Translation. Ich soll über essbare Ressourcen und die Haltbarkeit prüfen. Ach so. Ja. Sollen wir ein Dach draufsetzen? Ein Heudach, okay, verstehe. Jetzt sollen wir es mit dem Bedroom connecten. Machen wir das doch mal. Ich finde es nur irgendwie doof. Also, was für einen Raum erstellen wir jetzt? Der ist jetzt aus Stein und das Schlafzimmer ist aus Holz. Aber es sieht schon alles sehr geil aus. Die zwei parallelen Dächer gefallen mir jetzt nicht so, aber ist schon nice. Muss nur noch die Tür konstruiert werden. Deswegen konnte ich hier keinen Durchgang platzieren, weil hier die Lampe ist. Verstehe. Jetzt müssen wir alles removen. Ah, okay, verstehe. Den moven wir jetzt da in den neuen Raum. Das wird jetzt die Werkstatt sozusagen. Hopp. Zieht jetzt alles nach innen. Ich muss nur noch... ein bisschen Licht platzieren. Es gehört jetzt zwar noch nicht zur Quest, ich kann mir vorstellen, dass gleich die Quest kommt, aber ich mach's trotzdem mal. Jetzt schon. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Stranded Alien Dawn. Das Tutorial macht mir bis jetzt sehr, sehr viel Spaß. Ich bin schon
mega aufgeregt, wie die Runde so wird, also wie eine normale Runde so wird außerhalb vom Tutorial. Wie deep ist das Game wirklich? Wie viele Szenarien hält das Game wirklich bereit? Also was passiert da alles? Was kann man alles erkunden? Was kann man alles erforschen? Und wie viele Gegner gibt es? Gibt es auch größere Gegner noch als die Skorpione? Keine Ahnung. Werden wir beim nächsten Mal vielleicht herausfinden. Macht's gut, bis dann. Ciao.